Die ukrainische Polizei hat Gemälde im Wert von 16 Millionen Euro sichergestellt, die im November aus einem Museum im italienischen Verona gestohlen worden waren. Darunter sind Werke von Tintoretto, Rubens und Mantegna. Grenzpolizisten fanden sie in Plastiktüten versteckt auf einer kleinen Insel im Fluss Nister zwischen der Ukraine und Moldawien.